Alexander. So, Freunde, wir sind, aber jetzt weißt du, wann wir da sind. Jetzt kannst du es einschätzen. Hier. In ein paar Minuten sind wir da. Jawohl. Weil letztes Mal hast du gefragt, wann sind wir da? Wann sind wir da? Hab ich auch Hunger gehabt? Wann sind wir da? Wann sind wir da? Ich hab gesagt, in 10 Minuten sind wir da, so eine halbe Stunde gefahren. Ja, eine tolle Strecke, liebe Freunde. Die alte Strecke hier. Autobahn ist auf der rechten Seite. Und das ist die ganz alte Strecke. Wirklich ein Traum, zwischen den Bergen herumzufahren. Und diese Location, wo ich seit Jahren immer mal kurz anhalte. Und wir haben den Ostmann auch gesagt, bei der Rückfahrt halte ich hier an. Es passt von der Zeit super. Abendbrot bei Ostmann. Kicklick, Edi oder hieß der Laden. Wissen wir nicht, sehen wir aber gleich. Richtig authentisch, schmeckt böse. Mal gucken, was die Jungs wieder zum Essen sagen. Jetzt sind wir hier im Dunkeln gefahren. Da konnte man natürlich, also ich kenne das ja auch in der Region, konnte das jetzt hier nicht so richtig so verwirklichen. Also aber am Tage ist es richtig so. Mit dem Sonnenschein, du denkst, Jesus Christus spricht gleich zu dir. Es ist so, ja, wie soll man das beschreiben? Ist schön. Man fühlt sich auch klein, ne? Auf jeden Fall, wenn man die Berge alles sieht. Das ist die alte Strecke, leider immer eine Fahrt nach hinten, eine zurück. Viel überholen, LKWs fahren hier mit 60 vor uns rum. Wir haben gerade mal 60 km/h, ist man aber auch gleich da. Also hier musst du echt Dauer überholen. Überholen, überholen, überholen. Ja, man gurkt mit 60 km/h. Ist schon gefährlich, weil natürlich auch gegenüber die LKWs kommen. Ist schon eine heikle Strecke hier, aber in ein paar Minuten. Also ich, schon, also ich rieche das und hab's kurz gesehen. Kecklik, Kecklik, heißt Fasan. Yeah. Kicklick Pinari. Pinar heißt das, ein Wasserfall, also so ein Minifall. Kicklick Pinari. Oh, da ist der Laden, da ist der Laden. Du weißt ja, unseren Parkplatz kannst du dich wieder hinstellen. Das müsste rechts neben den Ford sein. Ja, das ist es. Das ist unser Laden. Das ist Osman Abi. Mal gucken, erkennt er uns? Bestimmt. Oh, der? Ja, mit dem Auto? Jetzt anderes yes. Auto? Ja, vielleicht denkt er, oh, neue Idioten da. Voilà, da ist er. Guck mal, wei, 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 wei. Das fahr ich so. Osman Abin Abin, ja. Isen. Ja, dann essen wir mal hier ein bisschen was und dann probieren wir mal wieder das leckere Essen. Ja, Osman hat er sofort erkannt, da ist irgendwas faul hier mit dem Auto. Aber er sagt, kennt ihr schon? Ja, ich bin hier Stammkunde, Digga. Also, ja, er hat auch viele Fotos, Videos hier mit Leon. Salam alaikum. Also, den ersten Schlag haben wir bekommen. Wie ihr seht, wir haben Jacken an. Jacken. Ich habe noch keine Jacke, Leute. Nein. Ja, aber ich friere. Wir haben Jacken an, Alter. Das ist kein gutes Zeichen, Freunde. Das ist kein gutes Zeichen. Je mehr wir hochfahren, desto kälter wird's. Freunde, ihr seid nicht alleine. Wir sind bald bei euch. Wir frieren zusammen. Wir genießen das Scheißwetter gemeinsam. Versprochen. Also, selbstgemachter Sucuk. Er muss mal probieren und ehrlich eine Meinung einfach abgeben. Einfach ehrlich sein. Erstmal ohne Brot. Genau, einfach mal so ein bisschen rein. Oh, Adler, also sind Gewürz. Sehr gut. Scharf, bisschen. Scharf. Anders. 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 Aber lecker. Nein, ja? Anders lecker. Der andere war auch lecker, aber er gibt dir noch so einen anderen, so eine andere Richtung. Bin überzeugt. Aber ich glaube, du kennst es. Die hat es auch geschmeckt. Ja, genau. Das war geil. Boah, Alter, guck mal den Mix, Alter. Er macht Joghurt. Sütze, wollen Joghurt, so Sütze geht doch gar nicht, ja. Voila, ja. Freunde, den Sütze haben wir weggeballert. Jetzt kommt das Highlight des Highlights. Die Pire soll das kommen. Und dann kommt natürlich die Jurybewertung. Du hast ja deine Bewertung schon mal abgegeben. Da natürlich hier als Türke, als Fachmann. Bin mal gespannt. Kommt mal drauf. So, schon mal wieder, da stand mir auch, ja. Ja, 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 leg mal die Babys frei. So, komm mal hier. Leg die Babys mal frei. Wei, 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 wei. Wei, wei. So, Digga, Ehre ist deine Ehre. Du probierst mal jetzt ein. Okay. Weil wir kennen das, ja. Mit der Hand, Leute. Sorry, mit der Hand. Ja. Mal gucken, was die Osman Abi gezaubert hat. Oh, heiß. Abi. Lokum, lokum. Alles klar, Osman Abi. Lokum. Also Leute, wirklich. Lokum. Heftig. Lokum, ja. Dürre. Back. Ich spare, also hier gibt es keine Gewürze, nur Salz. Nein, er hat nichts drauf. Nur halt Salz. Zusatz immer. Ja, nur, ja, Salz. Nur Salz. Ja, wirklich, die anderen hauen alles drauf. Also, guck mal, Osman hat gesagt, warum man zu viel Gewürze reinmacht, weil er an sein Fleisch nicht glaubt, will ein bisschen vertuschen. Er sagt, bei denen gibt es nur Salz. Wallah, in der Salam. Muri. Also, ich bin sehr überzeugt, wirklich, David. Also, Hut ab. Sehr zart. Hammerladen, sehr zart. Nur Salz. Das kann man so sehen. Nur Salz.
nur Salz, kein Gewürz. Auch seine Salate, was er hier anschleppt, alles ist gut. Auch ein netter Typ, was man habe. Oh, hier werden wir satt, ja. Das reicht uns bis Ankara locker. Locker und heute Abend gucken wir, was in Ankara abläuft. Ne? So, guten Appetit. Freunde, toll gegessen bei Osmanabe. Geiler Typ. Auf jeden Fall, wenn wir hier sind, wollen wir ihn nochmal besuchen. Ja. 1200 Teller haben wir bezahlt. 800 habe ich letztes Mal mit Leon alleine bezahlt. Eine Person mehr, halbes Kilo Fleisch mehr. Alles ein bisschen doppelt mehr. Super, super. Natürlich hat er seine 200 Teller Trinkgeld bekommen. Küsst dein Herz, Osmanabe. Wir sehen uns auf jeden Fall in den nächsten Monaten garantiert. Tolles Essen, Jungs. Ja, war lecker gewesen. Leon? Stabil, wie letztes Mal auch. Der Osmanabe hat dem Essen nochmal so eine extra Note gegeben. Ja. So, und sein Tee war toll. Super, ey. Komm mal, jetzt geht's los nach Ankara. Yalla. Let's go. Schick dir. Brückler, richtig? Ja. So nebelig, ne? Ja, du hast dich aufgemacht, Digga. Ja, scheiße. Jetzt nochmal. Ist aber leer. Der läuft da immer noch, Alter. Also, tolles Essen hier bei Osmanabe. Super, super, super. Wir haben 1200 Teller bezahlt. Letztes Mal 2 Leute 800. Heute 3 Leute 1200. Jo. Halbes Kilo mehr Fleisch. Alles nochmal einmal mehr. Also, die Preise sind wohl stabil. Es sind keine Geberpreise. Nee. Tee war lecker. Salate waren lecker. Joghurt war lecker. Wirklich alles Bio, alles Natur. Und natürlich die Note 10 wegen Osmanabe. Vielleicht war es eine 9. Aber die 10 gebe ich wegen dem Osmanabe. Also, ich werde nicht wegen dem Essen. Ich werde heute 10 von 10 geben. Leon, du? 10 von 10. Der Salat war brutal. Der ist gut, ne? Und wir haben noch eine Tüte. Zeig mal bitte, Leon. Guck mal, der arme Digga, ja. Walla, der hat nochmal eine Tüte für uns, nochmal hier Eiweiß, das ist nämlich die Samen. Bitte. Und wir haben Apfel dazu gekriegt. Sehr, sehr freundlich. Auf nett. Und sehr nett. Und Osmanabe liebt dich. Und der Mann ist unnormal sympathisch. Alle. Ne? Alle, er liebt alle. Sympathisch. Er sagt, auch wenn ein Amerikaner kommt, dieser Service ist gleich. Komm an, liebe Freunde. Jetzt sehen wir uns in Ankara. Ja. Wir sind in Ankara endlich angekommen. Also ihr kennt das aus diversen Videos. Das ist das Hotel, wo ich immer bin. Ja. Ein schönes Hotel. Heißt IH In-House Loft Spa. Ja, ist okay, ist gemütlich. Wir haben schon vorher Tuyat das gleich online gebucht. Ich denke mal, wird keine Komplikationen gleich drin geben. Wir checken uns gleich ein und dann läuft der Hase hier, ne? Ja, cool. Ich zeige euch mal gleich unser Zimmer. So, wir sind wieder hier. Es ist ein schönes Hotel. Wir kommen öfter her. Könnt ihr in meinen diversen Videos auch sehen. Ja, die Dame hat mich auch gleich erkannt. Klar, wir sollen mich nicht erkennen. Ist so. Buddha. So, wir gehen jetzt hoch und schauen wir mal, was für ein Zimmer wir haben. Wir haben ein Zimmer auf 2 Etagen wohl. Ja, ja. Der Kofferträger kommt. Ja. Der Fahrschirm. So, erster Stock, Digi. Boah. Gib ihn. Wir sind drin, Freunde, wir sind drin. Ja, was soll ich sagen? Wir haben nur ein Zimmer hier. Das ist wohl die erste Etage, die wir haben. Ja, muss man runtergehen, gucken, was hier noch gibt. Eine Küche haben wir. Bisschen was zum Chillen. Dann schauen wir mal, Leon, was wir unten haben. 2 Etagen. Es gibt Fußbodenheizung auf jeden Fall. Alter Schwede. Oha. Und jetzt muss man bedenken, das ist immer noch nicht teuer, das Ding hier, ne? Nein, lächerlich. Okay, wir haben hier ein. Tja, alles gut. Hier ist ein schönes Zimmer. Auch gut. Auch gut. Und hier ist das nächste Zimmer. Ja, ist doch gut. Sieh doch, ja, schön. Oh, schön. Ja, was will man mehr? Also es ist jetzt kein 5-Sterne-Hotel, muss man jetzt sagen. Es kostet aber 80 Euro ja. Für eine 2-Etagen-Zimmer. Aber wir haben noch 3 Frühstück dazu, 3-mal. Also kann man wirklich nicht meckern. Wir waren wirklich ein paar Mal hier in dem Hotel. Ich habe es immer gemocht. Wir haben sogar Latschen, Handtücher, alles da. Super, mehr geht nicht. Das reicht völlig hier für uns. Ist jetzt wirklich keine Luxus-Apartment-Herberge, aber mein Gott. Wow, das ist voll gut, Junge. Ja, schön. Alles gut. Schlimmer im Hotelzimmer im Leben. Ja, also auch schön sauber, muss ich jetzt sagen. Mutti, ja. Ist okay. Schön. Völlig okay. Aber, ja, vielleicht der Fußboden. Aber voll, Alter, meine Füße brennen. Aber wo ist denn jetzt? Hey, überleg mal, wir kommen vom 27 Grad, landen hier bei 16 Grad, Heizung an, Fußbodenheizung an. Okay, tamam. Halt, aber dann lassen wir gemütlich machen. Wir haben ausgecheckt. Wir fahren mal zu Umut einmal rüber. Es ist schon warm, also habe ich jetzt nicht gedacht, gestern war es auch sehr kalt. Das Hotel war immer wie gewohnt. Spa-Bereich ist eine Renovation, sonst hätte man gesagt, einmal Spa machen, wäre alles gut. Aber man kennt's. Dann sage ich mal, so ist das nun mal. Dann wollen wir mal
losdüsen. Oh, ja, Angara sind wir raus. Leider, 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 die Zeit ist knapp. Ich hätte gerne mal ein, zwei Tage hier verbracht. Wenn es klappen würde, auf einem Samstag, Sonntag, wäre natürlich traumhaft hier, ne, in Ankara. Aber egal, Haare schneiden muss auch jetzt sein. Wir fahren zu meinem Friseur Sezgin, geiler Typ. Mit Bobek und Aiko waren wir irgendwie alle drei Tage hier bei ihm. Haben gechillt, was gemacht. Also wir haben es hier gefeiert. Sezgin, auch ein geiler Typ. Ich feiere den Sezgin. Wir sind ein paar Minuten da. Ja, Ankara, Freunde. Ja, Ankara zum Sightseeing ist keine Stadt, aber viel los. Studentenstadt hier. Berg hoch, Berg runter. Geiles Essen, muss ich sagen. Kaurma ist sehr bekannt hier in Marokko. Haben wir auch noch nie gegessen, leider. Aber vielleicht könnten wir irgendwas Kleines hier mal, bevor wir losfahren, für dann, weil wir haben ja wirklich ein leichtes Frühstück gemacht. Das wäre nicht schlecht, ne, oder? Es gibt hier ganz tolle Läden. Ich zeige dir mal einen Laden. Und Preise sind sehr günstig hier. Und Qualität und Essen schmeckt auch richtig toll. Also eine tolle Stadt. Aber für mich ist die Stadt toll, weil ich natürlich in dieser Tuning-Szene mit diesen Leuten zusammenkomme und die mir wirklich die verrückte Sachen geben. Verrückte Sachen, Digga. Absolut, was. Das ist wirklich, Alter, ich kenne das in keiner Tür. Also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wo sowas hier gibt, dass sie auf die Straßen driften. Also, vorhin war es aber krank, ne? Also, Alter, ja, krank, ja, ne? Wirklich, ja. Schön. Die Jungs waren geil, was für Autos angekommen sind. E30 Hauptstadt, sagt man doch, ne? E30 Hauptstadt. So, wir sehen uns gleich bei Sezgin. Hier ist auch wirklich Food, Food, Food. Ihr seht das hier alles. Wir wollen hier rechts fahren. Siehst du, ne? Alles, ja. Läden, Essen. Also, das wäre so, wo wir essen konnten gestern. Ja, die haben wir gesucht, das war aber nicht so schön gewesen. Gestern. Nein, war, ne? Gestern war auch so ein Drecksladen, wo wir drin waren, auch mit der Pizza, da haben wir noch nicht mal aufgenommen. Nein, oben. Das war ja wirklich nicht schön, nicht schön. Ja, Alten da, Mamak sind wir hier. Also, wollen wir jetzt mit Rex rüber. Ja, zum Essen, hier werden wir nicht verhungern. Hier, Chorba, Elvier Mittlere, guck mal, auch ein geiler Laden. Auch schön. Ja, Chorba, Elvier Mittlere. Ja, hier so einmal die Linkskurve weiter, Digga. Auch schönes Wetter. Hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir jetzt so eine Hitze reinkriegen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Die Sonne knallt schon. Ja, links rein und dann hoch. Ja. So sieht's hier aus. Auch viele Läden, kleine, ja. Schön, also viele Erinnerungen hier, viele Erinnerungen. Ach, ich feiere das hier. Friseur, auch geiles Ding. Alter Schwede, Tamangara. Tamangara-Style. Nur den groß geschrieben, ne? So, Freunde, hier ist Sezgin, mein Friseur. Hast du einen Männer? Ja? Nein, Baba. Allah, und ich kann nicht mehr Baba, ja. Und ich kann nicht mehr Baba. Ich bin nicht mehr Baba. Valla. Selam aleyküm, wie ist es? Aleyküm selam, wie çok şükür abi. Sen abi, nasıl gidiyorsun? Valla geldim bir Freunde. Ich bin ja bei Sezgin wirklich ein guter Freund von mir auch geworden. In den letzten Jahren bin ich jetzt auf Fair. Mein Haarschnitt macht er ja nur. Sezgin hier in Ankara. Ja, ein paar Mal rumgechillt. Richtig geil. Sein Bruder hat ein Dings. Ein Pet Shop heißt das hier. Er handelt mit Tieren. Der hat mal einen Affen gehabt, einen Python, Schlangen. Wirklich lustig. Haben wir mal angeguckt gehabt. Ihr lacht euch kaputt, Freunde. Er ist so ein lustiger Kerl. Er ist so ein lustiger Kerl. Er hat so lustige Geschichten und kennt natürlich Ankara in- und auswendig. Das feiere ich natürlich auch. Ja, der Mutti kriegt auch mal einen schönen Haarschnitt. Ja, Haare waren noch okay, aber ich habe mir gedacht, komm, einmal ein bisschen Kontakt aufrechterhalten, Sezgin hier besuchen. Und warum dann nicht die, ne? Man muss auch mal ein bisschen irgendwie. Ich freue mich einfach, überall Kontakte zu haben. Das ist wirklich schön. Hilfsbereite Menschen. Geil. So, wollen wir jetzt mal rüber? Hier mal einen anderen Laden, Chorba. Wir haben schon lange keine Suppe getrunken, liebe Freunde. Und deswegen sagen wir uns mal Arzu Pide Chorba. Das probieren wir mal jetzt. Mal gucken, eine schöne Chorba. Geht auf jeden Fall hier Ankara. Schönes Wetter haben wir. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass das Wetter so schön ist hier. Also, ich habe mit schlechterem Wetter gewählt. T-Shirt-Wetter, ganz entspannt. Also, wir haben schon hier lange Hosen angezogen, Turnschuhe, musste nicht sein. Wir hätten weiter hier mit kurzen Hosen rumlaufen können. So, Arzu Pide Kebab Chorba. Das hört sich ja schon mal gut an. Und der Laden sieht auch ansprechend aus. Ja. Ich glaube, so oft war der Leon auch nicht beim Friseur. Alle drei, vier Tage. Nein, komplett nicht. Aber das geht in der Türkei. Aber Preis, da war natürlich richtig Partystimmung, ne? Die Jungs waren gut drauf. War lustig, mit Serkan. Die haben hier ein bisschen weniger wie wir eigentlich, aber sind trotzdem glücklich. Ich, mal eine, ich weiß nicht, ob dir sowas schmeckt. Einmal mal ein, einmal rein in den Mund. So? Gib, nein, ganzen. Ganzen? Ja, ist nichts. Einfach rein. Ja. Und? Oh, da habe ich schon einmal gegessen. Ja, okay. Ja. Das ist auch gut. So, wir bestellen jetzt. Also, wir haben jetzt Pide bestellt, eine schöne Suppe bestellt. Mal gucken, wie es hier geht. Sieht schon schick aus, der Laden, muss man sagen jetzt. Auch hier die Aussicht hier schön raus. Yeah. Gesehen, ne? Es brennt unten. Das ist schön. Guck mal. Ja. Es brennt noch unten, Alter. Das Feuer sogar unten, Alter. Schwede. Präsentation richtig geil. Auch gut, ja. Kommt jetzt auf den Geschmack an, was das nochmal bewirkt. Jetzt hin, mal gucken, Vorsicht. Was kommt da jetzt? Keine Ahnung, was macht er da? Wir müssen probieren. Da bin ich jetzt gespannt. Hallo, warum?
Was kriegen wir da? Was essen wir da? Wei. Ja. Hoppa! Wow! Das ist schon geil. Ja. Check die Lüche, Klon. Mach Video. Leon, alles nur zum Geburtstag. Happy Birthday, Leon. Ich adore Leon. Wow! Also, wir haben das nicht bestellt, aber es passiert auf jeden Fall gerade. Wow! Wei. War das Show hier ab den Abi, ja? Show hier ab den Brauer. Das ist schon geil. Harika. Super. Oh, guck mal, wie kalt das rüberkommt. Ja, nimm mal das Lied, ne? Ah, erzählt nicht, was da drin ist. Aber komm, sieht geil aus. Tamam, chokst du aus, chokst werde. Alter, schwierig hier, du. Ja? Hallo. Ich kann zwar nicht essen. Also komm. Komm, Digga. Komm, Digga. War doch mal wieder hier. Das ist wieder Türkei, würde ich sagen. Das ist Türkei. Okay, oh, das sieht aber auch. Oh, oder gesellschaft. Salt, Teşekkürler. Oi. Sieht aber gut aus. Elsa Salak. Das sieht aber geil aus. Das muss das hier richtig gut gehen, ne? Das sieht richtig, richtig, alter Schwede. Muss ich jetzt sagen, richtig fein. Der wird jetzt durch, aber ich komme nochmal in die Ladung. Hammer, also wirklich alles, was wir probiert haben, der muss man sagen. Ich habe ja nur Käse, böse. Er hat sich hier so mit Käse und hier Ai Mai drauf. Und dann hat Leon sich mit Döner geholt. Börek, Alter. Vom Feinsten, Freunde. Also appetitmäßig, gourmetmäßig, tolles Essen, wirklich. Kann man empfehlen, Leute, ehrlich. Nicht, also ist Bombe. Man kann nichts aussetzen, ganz einfach. Nee. Es gibt nichts zum Aussetzen. Das, super. Top. Die klassische 10 von 10. Top. Super, hat auch super geschmeckt. Danke an Muria, da ausgegeben. 905 Teller sind hier 30 Kacken. Also drei Suppen, dreimal Bödex, plus Getränke. Salate, Getränke. Du, da kann man wirklich nicht meckern. Wirklich, wir haben super gegessen. Hast du gesagt, einpacken? Ja. Wir haben super gegessen, das waren auch Riesenportionen. Also, oder? Das waren echt wirklich, hat man so nicht geschafft. Wirklich nicht. Feiern, Leute. Das Brot im Fett. Im Fett. Schön. Sehr knusprig. Mit Fett drauf. Ja, gut fürs Cholesterin, alles ist gut. So, liebe Freunde, wir haben ja mal hier mal, wollten noch mal hier ein bisschen was machen. Zeit ist ein bisschen eng. Wir düsen jetzt direkt weiter nach Istanbul, Freunde. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall unterwegs und in Istanbul. Guten Appetit. Ja, die chillen hier auch, die Hunde. Ja, wir sind aus Ankara raus, gerade mal 100 Kilometer gefahren Richtung Istanbul. Wir sind unterwegs, Freunde. Wir sind unterwegs. Wir schaffen das. Kleinen Moskau einmal getankt, einen Kaffee rausgezogen. Die Jungs kommen auch und dann geht's kurz weiter. Kurz für Istanbul, wir brauchen Kaffee. Und wir waren, glaube ich, nicht einmal bei Starbucks, ein Labern immer. Starbucks hier, Starbucks da. Starbucks heißt aber das. Aber jetzt haben wir die Schnauze voll. Jetzt kommen wir das erste Mal Starbucks und lass uns hier nehmen. Das muss auch sein. Aber sehr verbreitet Starbucks in der Türkei, überall. Ja, ne? Auch so kleine Stände. Überall. Ja. Freunde, ich war bei Starbucks, ja, ein bisschen Kaffee hier geholt und dann habe ich mal so einen kleinen Zitronenkuchen geholt. Guck mal hier, her. So, die letzten ist allen. Alder. Was? Mach doch auf, du Spinner. Drück nochmal, Bruder. Alder, die letzten ist ja. Alder, ja. Allah, Allah. Wieso will er nicht aufmachen? Hallo. Ach, noch ein. Wie, noch ein? Ah, okay. Ah, ja, da war einer. Ah, okay. Ja, also ich habe mir einen Kuchen geholt, da haben sie gedacht, komm, ich gebe dir mal 2 Stück, 5 Stück. Ach, lecker. Das mag ich, Geheimzimmer. Alles komplett für uns alleine. Şöyle, bizim bir arkadaşımızlar o aracılığıyla. Öyle mi? O da Beylikdüzü'ne oturuyor, biz de oradaydık. Öyle bir... Ya hatta ya bizim ausfall değil mi? Evet. Usta güzel değil mi kaliteleri? Tabii ki abi. Ya, biz buraya sadece böyle bir şey abi. Özel kişileri alıyoruz. Hani evet. Şey değil. Yani böyle herkes gelmiyor özel bir yer. Ama burası böyle komple. Hier schöne Diskvetjacken. Schöne Diskvetjacken. Aynen ama bir sürü ausfall hier ne? Oder? Geschafft hier abzumoderieren, aber wir sind im Hotel, wir sind kaputt, wir chillen hier alle zusammen.
Morgen gibt es die Roomtour. Verliebt mit der Welt. Wir sind in Istanbul. Ja, morgen gibt es Content aus Istanbul. Ja, dann wünsche ich mal einen schönen Abend. Dranbleiben, abonnieren, liken nicht vergessen. Morgen geht's weiter, ab nach Deutschland.